heute machen wir wieder weiter mit unserer Interviewreihe. Und unser Thema ist Hilfesysteme. Und da haben wir heute einen speziellen Gast, der stellt sich mal am besten selbst vor. Ja, hi, also ich bin die Sarah, ich bin 21. Ich studiere Psychologie im vierten Semester aktuell, habe 2016 in Östringen mein Abitur gemacht und danach in verschiedenen psychiatrischen und sozialen Einrichtungen gearbeitet. Genau, und jetzt mittlerweile wohne ich in Stuttgart und studiere eben von hier aus Psychologie. Sehr schön. Wir kommen jetzt mal auf so ein bisschen ein Problem zurück, wenn wir einfach merken, es ist etwas komisch, ich habe mich verändert über eine längere Zeit, ich habe auch kaum Hunger oder Bauchschmerzen sogar, ich kann nicht schlafen. Also im Prinzip, mir geht es überhaupt nicht gut und ich fühle mich erschöpft. Was kann man denn machen, wenn ich merke, mir geht es nicht so gut? Also zuerst mal ist ganz wichtig, dass man sich selber bewusst macht, dass das ganz normal ist, dass jeder Mensch und auch jeder Jugendliche einfach mal Phasen hat, wo es einem nicht so gut geht, wo es einem vielleicht auch über längere Zeit nicht gut geht. Und das ist völlig in Ordnung. Und es ist wichtig, dass man sich selber dafür nicht irgendwie Vorwürfe macht oder so, sondern dass man erstmal selber erkennt, dass das okay ist. Und dann ist tatsächlich eigentlich der wichtigste Schritt ist eigentlich, darüber zu reden. Dafür ist es selber erstmal wichtig, wie gesagt, dass man erkennt, dass das in Ordnung ist, dass es einem nicht so gut geht und dass man da auch das Recht drüber hat, drüber zu sprechen und sich Hilfe zu suchen. Und das ist nicht einfach. Also sich diese Schwäche in Anführungszeichen, es ist keine Schwäche, es ist was ganz Normales, aber in dem Moment kann es sich so anfühlen, als wäre es genau das. Und sich das einzugestehen und sich dann auch Hilfe zu suchen, ist ein sehr, sehr schwieriger Schritt für einen selbst, aber er ist sehr wichtig. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten, mit wem man da sprechen kann. Also natürlich wäre optimal, dass man mit einem Erwachsenen spricht, mit seinen Eltern, wenn das Vertrauensverhältnis zu den Eltern da ist, mit einem Lehrer, mit dem man sich vielleicht gut versteht, mit einem Schulsozialarbeiter, auch zum Beispiel mit seinem Hausarzt zum Beispiel kann man über sowas sprechen, das müssen die Eltern dann auch gar nicht erfahren. Das ist aber oft schwierig, das als ersten Schritt schon zu machen, mit einem Erwachsenen zu reden. Deswegen ist es oft einfacher, wenn man beispielsweise erstmal mit seinen Freunden spricht. Oder was es auch gibt, es gibt auch ganz viele anonyme Anlaufstellen, wo eben keiner erfährt, dass ihr da wart. Zum Beispiel in Östringen gibt es die psychologische Beratungsstelle. Da kann man hingehen, da müssen dann eure Eltern oder auch eure Freunde das gar nicht erfahren. Oder alternativ gibt es ganz verschiedene Anlaufstellen, auch online und telefonisch. Ich habe da ein paar zusammengeschrieben. Ich glaube, die schreiben wir dann am besten irgendwie unten in die Videobeschreibung rein oder so. Zum Beispiel, also nur um ein Beispiel zu nennen, gibt es die Telefonseelsorge. Die ist jeden Tag und rund um die Uhr erreichbar, also auch mitten in der Nacht, auch am Wochenende, jederzeit. Da könnt ihr anrufen oder es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, sich per Mail oder per Chat beraten zu lassen, wenn ihr nicht so gerne telefoniert. Es gibt aber auch noch es gibt ganz viele Anlaufstellen, sowohl telefonisch als auch per Chat oder per E-Mail, wo ihr euch beraten lassen könnt, was, wie gesagt, auch ganz anonym ist, wo ihr wirklich über alles sprechen könnt. Und die Leute am anderen Ende sind ausgebildet, die sprechen mit euch, die geben euch Tipps, was ihr machen könnt. Die hören euch aber
auch einfach nur zu, wenn ihr einfach nur jemanden braucht. Und wie gesagt, das ist völlig in Ordnung, dass man das braucht und dass es einem einfach mal schlecht geht. Jeder braucht mal jemanden zum Reden. Vielleicht auch, wenn es jetzt keine Phase ist, in der es dir schon ganz lange schlecht geht, aber du hast das Gefühl, du hast was, worüber du ganz dringend reden musst. Ich habe da auch schon angerufen. Ich kenne ganz viele Menschen, die da schon angerufen haben. Das sind total nette Leute. Und manchmal braucht man einfach jemanden zum Reden und manchmal hat man vielleicht niemanden oder möchte auch nicht, dass die eigenen Freunde oder so manche Dinge erfahren oder möchte darüber einfach nicht mit Leuten sprechen, die man kennt. Und auch das ist in Ordnung und genau dafür gibt es eben solche Anlaufstellen. Mhm. Genau, aber wichtig ist da vielleicht dann auch noch, dass du, wenn du jetzt aktuell merkst, du bist noch nicht so weit drüber zu sprechen, dass du nicht das Gefühl hast, dass du das musst, sondern dass du alles in deinem eigenen Tempo machst. Und selbst wenn du bei so einer Beratungsstelle anrufst und die sagen, du musst unbedingt oder du solltest mit deinen Eltern sprechen, heißt das nicht, dass du das sofort machen musst. Lass dir Zeit, akzeptier, wie es dir geht und sobald du dich dafür bereit fühlst, such dir jemanden, mit dem du reden kannst. Mhm. Ja, ihr könnt auch da immer auch zu mir oder zu meiner Kollegin auch kommen. Wir vermitteln euch da auch weiter oder geben da auch Ratschläge. Was vielleicht noch wichtig ist, Sozialarbeiter, also in eurer Schule, die Schulsozialarbeiter oder auch Berater der psychologischen Beratungsstelle, wie auch wir haben eine Schweigepflicht. Das heißt, was uns erzählt wird, erfährt auch kein anderer. Außer ihr bittet uns, dass ihr wollt, dass wir irgendwie noch Kontakt suchen zu anderen Personen oder das eben weiter übermitteln. Genau, und wir werden verschiedene Nummern in die Infobox und in die Videobeschreibung auf jeden Fall einfügen. Genau, und jetzt hätten wir noch eine Frage an dich. Was kann man denn machen, wenn man merkt, meinem Freund oder einer Freundin geht es nicht so gut? Was kann ich denn dann tun? Wie kann ich denn da helfen? Also im Prinzip gilt natürlich erstmal für deinen Freund oder deine Freundin das Gleiche auch, wie wenn es dir selber schlecht geht, dass natürlich drüber zu reden das Beste ist, was man tun kann. Allerdings kannst du natürlich die andere Person dazu nicht zwingen. Ja? Im ersten Moment ist es erstmal ganz, ganz wichtig, dass du, wenn dein Freund oder deine Freundin sich dir anvertraut, dass du ihr zeigst, dass du ihn ernst nimmst, dass du für ihn da bist, ja, nimm ihn in den Arm, wenn er das vielleicht braucht und zeig ihm eben, dass es in Ordnung war, dass er mit deinen Sorgen zu dir kommt, dass er dadurch jetzt keine Belastung ist oder so. Und das ist, so wie ich es jetzt eben auch schon gesagt habe, zeig ihm, dass es ganz okay, also ganz normal ist und dass es auch voll okay ist, wenn es ihm auch mal nicht so gut geht. Und genau, also im ersten Moment ist es erstmal ganz wichtig, für ihn da zu sein. Wenn dein Freund oder deine Freundin dich nicht direkt darauf anspricht, sondern du nur das Gefühl hast, es geht ihm nicht so gut, dann kannst du natürlich immer vorsichtig nachfragen. Aber wenn derjenige nicht bereit ist, mit dir darüber zu sprechen, dann musst du das leider auch akzeptieren. Man kann leider niemanden dazu zwingen, sich helfen zu lassen. Das gilt grundsätzlich. Und im nächsten Schritt, wenn du wirklich merkst, okay, der Freund braucht vielleicht ein bisschen mehr Hilfe als nur jemanden oder als nur dich, der ihm zuhört, kannst du natürlich auch mit ihm dann eben diese Beratungsstellen, die ich eben empfohlen habe, empfehlen oder ihm dazu raten, mit einem Erwachsenen zu sprechen, mit anderen Freunden zu sprechen, mit den Sozialarbeitern zu sprechen oder mit den Ansprechpersonen,
die eben da sind. Wie gesagt, man kann auch zum Beispiel mit seinem Hausarzt über sowas sprechen, wenn ihr ein gutes Verhältnis zu dem habt, der kann euch auch weitervermitteln, ja. Oder hört euch auch einfach nur zu, also auch zum Hausarzt kann man gehen, als Beispiel. Genau, und dann kannst du diesem Freund zum Beispiel auch anbieten, dass du bei dem Gespräch mit einem Erwachsenen dabei sein kannst, wenn er das möchte, oder dass du mit ihm zusammen so eine Beratungstelefon anrufst. Genau. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, das Wichtigste ist wirklich zuhören, zeigen, dass man denjenigen ernst nimmt. Und wichtig ist dabei auch immer, nach sich selber zu gucken. Ja? Wenn ihr jetzt jemanden habt, der sich überhaupt nicht helfen lassen möchte oder kann, der einfach noch nicht so weit ist und ihr merkt, dass es euch dadurch selber nicht so gut geht, dann ist das auch in Ordnung, wenn ihr sagt, ihr könnt jetzt einfach nicht mehr helfen. Ja? Also man kann nicht immer, das Wichtige ist, dass man nur helfen kann. Man kann aber nicht immer alle Probleme lösen und das ist auch in Ordnung. Also wenn ihr jemanden habt, der wirklich gar keine Hilfe annimmt oder möchte, dann müsst ihr euch da selber nicht irgendwie kaputt machen oder überanstrengen. Genau, also wie gesagt, das Wichtigste ist ernst nehmen, zuhören und versuchen, denjenigen dahin zu begleiten, dass er sich eben auch Hilfe sucht. Aber zwingen kann man eben niemanden. Ja, das zeigt einfach, dass jeder Mensch auch doch für sich selbst so verantwortlich ist, ne? Genau, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wichtig ist einfach, dass man sich bewusst wird, dass Ups and Downs im Leben normal sind und man kann einfach auch nicht immer gut gelaunt sein. Also deswegen muss man nicht immer gleich eine Freundschaft wegwerfen, sondern da ist es eben gut, dass ihr so Sarahs Tipps beachtet. Und ja, es kann eben auch mal vorkommen, dass es euch auch selbst mal nicht gut geht. Und dann ist es auch wichtig, Geduld zu haben, Geduld mit den anderen, aber auch Geduld mit euch selbst. Und das, finde ich, hat die Sarah ganz toll zusammengefasst jetzt, was man alles da beachten kann. Was ich da vielleicht noch kurz ergänzen möchte zu dem, was du jetzt gesagt hast. Es wirkt heutzutage, habe ich den Eindruck, oft so, dass es allen Menschen immer gut geht. Und gerade so Plattformen wie Instagram oder sonst irgendwas, da haben immer alle ein ganz perfektes, tolles Leben. Und auch so wird heutzutage, sprechen die Leute nicht so viel darüber. Gerade Erwachsene sprechen nicht viel und nicht gerne darüber, dass es auch ihnen mal schlecht geht. Aber ich finde, es ist einfach ganz wichtig, auch auszusprechen, dass es niemandem immer gut geht. Niemand hat ein perfektes Leben und gerade die, ja, also jedem geht es mal schlecht. Ja? Egal, wie stark andere Menschen wirken, jeder hatte schon mal diese Phasen, wo es eben vielleicht selber nicht so gut geht und dass über die nicht gerne gesprochen wird oder das nicht gerne gepostet wird. Ist ja irgendwo auch verständlich, aber wichtig ist einfach, dass man sich bewusst wird, dass man nicht der Einzige ist oder die Einzige ist, der es mal schlecht geht. Mhm. Und dass auch vielen Erwachsenen oft nicht so gut geht, aber dass das einfach natürlich gerade in sozialen Medien aber auch so nicht unbedingt gezeigt wird. Das heißt aber nicht, dass alles gut ist. Ja, also man kann eigentlich schon sagen, dass es eine Stärke ist, sich auch mal Schwächen einzugestehen. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Und auf Instagram und in den sozialen Netzwerken, das stimmt. Also das müsst ihr einfach beachten, dass es nicht der Realität entspricht, was dort immer vermittelt wird. Viele Personen verdienen damit auch ihr Geld und ja. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, sozusagen. Dann auf jeden Fall ganz, ganz vielen Dank für deine Tipps, die du uns hier gegeben hast, die wir beachten können, wenn einfach mal Zeiten kommen, die hundertprozentig kommen werden, was wir dann tun können.
Genau. Und falls ihr Fragen habt, dann schreibt uns E-Mail auf Instagram oder ruft an. Und ich kann auch gerne noch Fragen weiterleiten an die Sarah, wenn ihr noch welche habt. Ja, gerne. Gerne. Gut. Dann und als Abschlusswort vielleicht noch, jedem geht es mal schlecht, das haben wir jetzt gesagt und auch ausführlich betont. Aber wichtig ist, glaube ich, zum Abschluss auch zu sagen, dass auch jede schlechte Phase vorübergeht. Und dass auch am Ende alles wieder gut wird. Dass vielleicht nicht alles ganz so negativ klingt jetzt am Ende. Genau, auf jeden Fall. Okay, dann vielen Dank. Bis dann. Tschüss. Gerne. Tschüss.